Es geht weiter mit einer neuen Folge Stray. Starten wir mal das Spiel. Ja, ich habe immer noch nicht mein Gamepad angeschlossen. Ich kann es immer noch nicht finden. So, wo ist es? Es hat sich gut versteckt. Kätzchen, immer noch in der Totenstadt. Ja, habe ich angefangen, bin leider noch nicht dazu gekommen, weiterzuspielen, aber es ist unglaublich süß. Ja, oder? Es ist so süß. Ach, die Katze an sich schon ist so süß. Und wie sie da, wie sie herumwackelt, guck doch mal. Ich könnte einfach der Katze die ganze Zeit zugucken. Aber es ist unglaublich süß. Das Spiel regt mich dazu, an alles anzumiauen. Und deswegen viel Miau. Auch wenn die Kameras, auch wenn du Kameras siehst, immer anmiauen. Ja, aber man hat auch Interaktion, ne? Wie du siehst, wenn miaut, hier, zack. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so... Ah, ich kann da runterspringen anscheinend. Ist jetzt auch nicht so rätselhaft, also spielt mir ein bisschen in die Karten. Weil, ja, so Rätsel sind jetzt nicht so meine Sachen. Und vor allem dann hier on Twitch Stream ist ja auch ein bisschen schwierig. Wenn man sich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren muss. Und so ein richtiger Rätsel... Oh, guck mal, jetzt hat sie hier hochgeguckt. Was ist denn da oben? Und so ein richtiger Rätselmensch bin ich jetzt auch nicht, aber... Ich glaube, das ist jetzt nicht so rätselmäßig. Nicht so schlimm. Oh, guck mal. Das ist auch eine Katze an der Wand, ja. Ja, gut, das Spiel ist, glaube ich, jetzt auch... Also es geht, denke ich mal, auch nicht so krass lang, was mir auch in die Karten spielt. Ich habe gehört, so 10 Stunden in der Regel. Das ist eigentlich eine gute Zeit, finde ich mal. Man hat ja nicht immer so viel Zeit. Wisst ja, wie es ist. Früher habe ich ja schon gerne auch so Final Fantasy Spiele gespielt oder auf Super Nintendo, wer es noch kennt. Super Nintendo, so alte Rollenspiele. Und da hast du schon mal so 70 bis 100 Stunden investiert, was halt derzeit überhaupt nicht möglich ist. Schlimm mit dem richtigen Leben. Ich sag's euch. Keine Zeit mehr für gar nichts. Was höre ich da? Hört man da irgendwas? Vielleicht muss ich auch mal den Sound hochdrehen, dass ich auch ein bisschen... Ach so, das war nur das. Okay, Sound wieder runter. Das war ein bisschen zu laut. Jetzt hat sie von alleine miaut. Oh, wie süß. Ich glaube, die guckt auch immer mit dem Kopf dahin, wo sie gerade hin möchte oder wo es vielleicht weitergeht. Das könnte auch sein. Gehst du da hoch? Schauen wir mal gerade, ob der Sound, könnte den Sound vielleicht von dem Spiel noch ein bisschen hochdrehen für euch. Ich glaube, das ist ein bisschen leise. So. Okay. Blip. Ja, ist einfach süß. Okay, diese Totenstadt ist jetzt nicht, finde ich, so attraktiv. Ich hätte lieber so eine grüne Wiese oder irgendwie sowas, worüber das Kätzchen laufen kann. Oh, ja, ist ja Wahnsinn. Guck mal an, wie hoch die springen kann. Jetzt spring, kleine Katze, spring. Oh, wie süß, wie hoch. Also, was macht denn da so ein Lärm hier? Hallo? Ich bin doch hier ganz alleine. Ich glaube, ich laufe auch... Oh, das ist ein Deckchen. Kann ich mich da hinlegen? Hm, glaube nicht. Also ich fand es ja generell faszinierend, wie viele Leute noch so auf Twitch unterwegs sind. Um die Uhrzeit, aber... Warte mal, da bin ich doch hergekommen. Da kann ich mich... Oder geht's da weiter? Hui. Ach, ich gehe einfach mal weiter. Na, generell um die Zeit. Gut, es ist Wochenende, muss man sagen. Oh, jetzt hat er gespeichert. Ich glaube, das ist gut. Hier ist wieder Rätsel angesagt. Wahrscheinlich müssen wir wieder den Propeller, Ventilator hier stoppen. Gehe ich davon aus. Ja gut, generell um die Zeit ist es Wochenende, klar. Ich war jetzt auch gerade eben noch, also gerade eben gestern habe ich noch gearbeitet. Dann war ich danach noch beim Sport und beim Einkaufen. Ich hoffe, jetzt ist es nicht zu laut. Jetzt höre ich es ein bisschen sehr laut, aber passt schon. Ich glaube, bei euch ist das in Ordnung. War ich noch beim Sport und beim Einkaufen, denn hier in Bayern... Von woraus, wo,
woher ich streame, ja, da ist am Montag ein Feiertag, deswegen muss man sich da noch mit Lebensmitteln versorgen, ja. Ich weiß nicht, ob überall in Gesamtdeutschland Montag Feiertag ist, aber ich vermute mal nicht. Denn in Bayern, wer in Bayern lebt, weiß es, in Bayern haben wir ja die meisten Feiertage. Es tut mir leid für alle anderen. Was machst du denn da, wenn ich fragen darf? Wo denn da? Ach so, wo ich arbeite, meinst du? Ja, ich habe so allerhand zu tun. Also ich arbeite, sagen wir mal so, im Einzelhandel. Liebe Lisa, da arbeite ich. Oh, aber du meintest jetzt bestimmt nicht das Spiel, deswegen. Ja, habe ich das jetzt mal so beantwortet, wie ich dachte, dass du es wissen wollen würdest. Aber so im Einzelhandel. Und da kannst du immer arbeiten. Da kannst du Spätschicht arbeiten, da kannst du Samstag arbeiten. Kannst du Sonntag arbeiten. Ein Träumchen. Hast du auch mal gearbeitet? Oh. Ja, ist in Ordnung. Oh, hier habe ich eine Interaktion mit. Was ist denn das? Es geht weiter. Leute, es läuft. Ja, da hat man immer zu tun. Vor allem jetzt in der Urlaubszeit. Oh, ist das süß, wie sie das dreht. Guck mal. Und warum hat das jetzt aufgehört? Okay, interessiert mich jetzt nicht. Wir gehen einfach weiter. Ja, jetzt zu der Zeit ist wirklich viel zu tun. Und ich arbeite ja auch in einem Drogeriemarkt zum Beispiel, wo man jetzt auch viel verkauft. Also Schreibware, Spielware etc. pp. Also da hast du wirklich richtig viel zu tun. Also es gibt halt auch die Saison Weihnachten, die Saison Schulanfang, wie jetzt zum Beispiel in Bayern. Wird echt nicht langweilig. Wenn ich das jetzt fallen lasse, was passiert dann eigentlich? Gar nichts. Okay. Wie kommen wir jetzt da hoch? Kann sie einfach von da unten. Katzen halt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die kann ja einfach von da unten hochspringen. Hui. Ja, ist dir das, aber ist glaube ich jedem wichtig, dass, oh Gott, Piekser, das sind so Tauben, bitte landet nicht hier drauf. Ja, ist eigentlich jedem wichtig, dass es nie langweilig wird, also ist ja schon in Ordnung. Wer mag denn schon Langeweile? Die Wohnung, yes. Oh, es läuft hier abends um 3 Uhr irgendwas. Ich sag's euch. Bist du gar nicht müde, Lisa? Gehst du gar nicht Heier machen? Könnte ich Bubu machen? Ich kann nicht schlafen. Naja, wer diese Streamzeiten hat, wie du, der hat bestimmt einen ganz eigenen Rhythmus, denke ich mir schon. Wie gesagt, ich bin nur jetzt am Stream, weil ich vorher richtig fertig war nach dem Sport. Ich muss ja was gegen mein Bäuchlein tun. Und dann bin ich richtig fertig gewesen nach dem Sport und manchmal bamst es mich dann weg und nicht mehr gesehen. Nachtaktiv. Ja, nachtaktiv. Ja, am Wochenende geht's, aber ich denke mal, so unter der Woche hast du dann, wenn du nachtaktiv bist, nicht so viele Zuschauer wahrscheinlich. Ach, so schön hier das Bettchen und so. Ach, toll. Das ist eigentlich eine schöne Wohnung. Naja, okay. Ich wollte, hab jetzt nur das Bett hier gesehen und das Fenster und so. Und das war schön hier. Es geht so. Ja, sieht eigentlich aus fast wie meine Wohnung hier. Auch zwei Bildschirme. Ja, drei sogar da oben. Alles bereit für den Katzenstream. Und ein schönes Kuhbild. Wer hat das nicht im Zimmer, ne? Eine weinende Kuh. Ach, wie herrlich. Okay, Technik scheint etwas veraltet zu sein. Muss man jetzt deutlich sagen, aber passt schon. Ich weiß nicht so sehr, in welcher Zeit wir uns befinden. Sieht jetzt auch nicht so zukunftsmäßig aus, was die Technik anbelangt. Wahrscheinlich eher so 90er, würde ich mal sagen. Was geht mit der Toilette? Was geht, Toilette? Oh, ist so süß. Ob die Katze auch so. Sieht man das? Ich weiß nicht. Auf Instagram sieht man das, wie so Katzen an richtige Toiletten kacken oder sowas. Wie sie das machen können. Also meine nicht, als ich damals mal eine hatte. Die hatte immer ja Katzenklo. Die ist nie auf die richtige Toilette gegangen. Also ich habe sie auch nicht beigebracht. War jetzt nicht so mein Ding. Aber süß ist es schon, wenn die da in die richtige Toilette gehen. Ein Apartment nach dem anderen ist ja toll. Als Katze kannst du es dir echt gemütlich machen. Oh, guck mal, wie süß.
Hoi, hoi. Kannst du den Sender sogar wechseln? Ach, wie niedlich. Warte, kann ich mit der Miau-Funktion den Sender auch wechseln? Wissen ja, Katzen können, wenn sie miauen, fast alles bekommen, was sie haben möchten. Der Mensch in der Regel weiß dann schon, was die Katze haben möchte. Regel essen oder ich glaube Streicheleinheiten kann man fordern mit Miau. Ist ja auch super ruhig, oder Lisa, das Spiel? Und ihr lieben anderen Zuschauer, kann man echt schön ASMR-mäßig spielen, finde ich. Super entspannt. Brauche Hilfe. Super entspannt. Ist super entspannt. Hier irgendeine anonyme Nachricht mit ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Also ich spiele es jetzt lieber Mifa Affenkuchen. Ich spiele es jetzt erst zum zweiten Mal, muss ich sagen. Ich habe es vor einer Woche angefangen, weil ich es irgendwo gesehen habe. Frag mich nicht, wo. Nicht bei Lisa Maus auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube Gronkh oder so spielt das, habe ich das mal gesehen. Aber ich habe es nicht bei Gronkh, sondern bei einer anderen Streamerin gesehen. Streamerin. Und da habe ich es gespielt jetzt in der Woche. Aber es gefällt mir cool. Es gefällt mir gut. Bis jetzt. Aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel gesehen vom Spiel. Ich bin jetzt so 1,5 Stunden ungefähr drin im Spiel. Und ich finde, es passt momentan richtig gut so zur ASMR. Guck mal, kann man so langsam spielen. Die Katze ist süß. Was will man mehr? In der Regel spiele ich ja nicht so viele Games auf meinem Kanal. Mache ja mehr so ein bisschen Musik, Gitarre, spiele ein bisschen Gitarre so laienhaft und ASMR. Und ja, ich versuche ein bisschen zu malen. So, das sind so meine drei Hauptpunkte. Aber spielen ist auch immer ganz cool. Ich spiele ja auch gerne, aber eher so auf der. Guck mal die Kamera, wie sie mich wieder beobachtet. Ich hasse diese Kamera. Ich spiele ja lieber eigentlich so auf Konsolen. Aber passt schon. PC geht schon. Ist halt nicht der schnellste. Yo. War doch sehr gehypt. Finde die Animation, Darstellung der Katze und so eigentlich recht nice und soll hier insofern auch relativ entspannt sein. Ja, bis jetzt ist es entspannt. Ich glaube, die Action kommt da noch. Oh, mein Schnäuzchen ist weg. Ich wusste halt nicht, irgendwie, mein PC ist jetzt nicht der schnellste. Ich habe jetzt irgendwie seit einem Jahr oder so erst einen neuen PC. Vorher hatte ich. Was habe ich vorher gestreamt? Ich habe auf meinem Laptop. Ja, auf meinem Laptop habe ich gestreamt. Vor einiger Zeit. Aber das war so schlimm. Da habe ich dann das Magic the Gathering, so ein Kartenspiel gespielt. Und das war wirklich nur ein Kartenspiel. Und da hat er schon so geruckelt und deswegen musste ich mir ein bisschen nachlegen und wusste nicht, ob man das Spiel spielen kann, weil es hieß, das kommt auch auf der PS5 raus oder ist auf der PS5 raus. Und dachte ich, von der Leistung her muss es ja ein bisschen krasser sein. Warum ist jetzt mein Mauszeiger nicht mehr da? Hallo? 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 Ach so, okay, alles gut. Aber es geht einigermaßen, denke ich, dass es nicht so stark. Ja, süß, dass es nicht so stark ruckelt. Es geht. Okay. Körper für Download erforderlich. Durch die Tür gehen, einschalten. Oh, perfekt. Wir haben den Code geknackt. Er war. Bzzzlund. Also, dieser Computer ist mir nicht sonderlich sympathisch. Muss man ehrlich sagen. Nee. Ach so, ich stehe jetzt immer noch. Auf dem M. Kann man da noch irgendwas? Ja, so chatte ich auch immer, ne? Einfach blind auf die Tasten kloppen. Dann geht das schon. Jo, okay, vielleicht sollten wir doch mal durch die Tür gehen. Obwohl es macht sehr viel Spaß hier drauf. Hat auch schöne Tastaturgeräusche. Ja, ist nett, auf jeden Fall. Ich finde das Spiel süß. Also allein schon mit der Katze, wer kann da nein sagen? Also so, ich glaube, jeder, der Katzen mag. Der ist gezwungen, erstmal in das Spiel reinzugucken. Katzen und Games. So, welche Tür hat sich geöffnet? Ich gucke mich erstmal ein bisschen um, ob ich hier noch was machen kann. Ich kann nur überall drauf hüpfen. Oh, auf dem Bücherstapel. Ja, der sieht sehr, sehr stabil aus. Da werde ich mal drauf hüpfen. Oh, es passiert ja gar nichts. Metallic. Ah, das Poster sieht schon nett aus. Oh, das Gedudel, ey. Ich will runter. Ja, jetzt ist er umgefallen. Yes.
Können wir uns noch was zu essen holen hier? Warte mal, da war noch Interaktion. Ja. Das Krallenschärfen. Okay. Darf man nicht vergessen, man macht das so lange, bis der Teppich kaputt ist. Ist klar. Klack, klack, kratz, 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 kratz. Und Teppich im Arsch? Ja, schon. Ja. Ja, die Katzen machen das auch gerne so an Sesseln, also nicht nur an Kratzbäumen, überall Teppichen und so, ja. Okay, ich glaube, es reicht schon. Bin ich erstmal raus. Okay, lieber Lisa Maus, es ist sehr lieb von dir, dass du noch so lange zugeguckt hast. Echt? Willst du es auch noch spielen, dieser Maus? Ah ja, hast du meine Frage schon beantwortet? Ja, also bei mir wird man, glaube ich, nicht so krass gespoilert, weil ich gefühlt eine Ewigkeit brauche. Bei mir gibt es da keinen so ein Durchrushen. Nee, aber ich verstehe dich schon. Vielen lieben Dank für dein Raid, Lisa. Und ich freue mich, wenn ich dich auch mal wiedersehen kann im Stream. Du machst ja immer sehr viele interessante Sachen. Sehr inspirierend auch für mich. Und ja, vielen Dank nochmal für den Raid. Und ja, viel Spaß noch in dieser noch jungen Nacht für dich. Du hast ja gesagt, du bist nachtaktiv und dann wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen wach bleiben. Aber vielen lieben Dank. Schlaf später, du. Schlaf später auch schön. Ciao, ciao. Mach's gut, liebe Lisa. Vielleicht kann ich dich mal zurückrainen mit irgendwie so 5 bis 8 Zuschauern. Dann klappt das schon. Okay, also, ja, man sieht schon, Lisa Maus ist verschwunden, denn sie befürchtet Spoiler-Alerts. Was ich natürlich nicht unterstützen möchte, dass sie zu viel mitbekommt. Denn ihr seht schon hier, PC ist am Start, Tür geht auf, bei mir läuft's. Ja, bei mir läuft's und da bin ich doch hergekommen. Warum bin ich eigentlich von oben durch? Ich bin von oben durchgesprungen, ne? Anstatt da einfach durchzugehen, wie blöd denn? Ach so, das war die Tür, die offen ist, ne? Oh, Computerraum. Ups. Okay, wir sind in der Falle. Tür, Tür. Okay, der Ausweg ist erstmal nicht mehr vorhanden. Passt. So muss das sein, einfach gefangen in einem kühlen Computerraum, den man beobachtet wird von mehreren Kameras. Oh, putzig. Auch wie putzig. Die Animationen sind schon süß. Titus, vielen Dank für dein Follow. Lieb von dir. Vielen lieben, lieben, lieben Dank. Schön, dass du da bist. Genau, schön, dass du da bist, sagt der Link. Ich weiß nicht, das war so eine alte Animation. Ich weiß nicht, warum die noch kommt. Die ist irgendwie monatelang nicht mehr gekommen. Ihr seht, Technik läuft. Und warte, wenn sie jetzt miaut, verliert sie dann? Also jetzt kann sie nicht miauen. Verliert sie dann ihr, weiß ich nicht, was das ist. Ah ja. Nullen und Einsen, die Computersprache. Ja. Also normal sind Katzen nicht so, dass sie überall hüpfen. Und. Ups! Ups! Jetzt habe ich aus Versehen so einen Schalter umgelegt. Schon ein bisschen gruselig, was hier passiert. Hi! Hi, Julio! Hi, hi, hi! Na? Hast du auch schon gespielt, lieber Julio? Oder noch nicht? Ich meine, ich finde. Oh, da ist eine Katze, eine Winkelkatze. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ach, diese ganze Technik. Ach, grausam. Aber Katzen und Technik, ihr wisst, die haben es bestimmt nicht so mit Technik. Werden immer noch beobachtet. Es kann doch nicht so schwer sein, hier wieder rauszukommen. Hallo, Leute. Okay, ich hab's. Das lasse ich mal hier irgendwo hin und ich werde nochmal versuchen, alles umzuwerfen, was so geht. Böse Kamera. Ach, wenn ich jetzt miaue, was passiert?
Die Kameras nicken mir zu, sie stimmen mir zu. Das sieht aber mega aus, oder? Sieht so süß aus. Ach, das ist herrlich. Ja, Atmosphäre ist auch schön immer. Also ich bin jetzt gerade, wo bin ich gerade? Ich war in der Totenstadt und jetzt bin ich. Warte, ich weiß es gar nicht. Kann man hier speichern eigentlich? Letzter Kontrollpunkt neu laden. Nee. Also ich bin jetzt auf jeden Fall in den Computerraum eingesperrt. Was ich jetzt weniger nice finde und dass ich jetzt hier auch nicht mehr rauskomme. Aber die Atmosphäre ist ganz schön, wie man sehen kann. Immer, ich glaube, die Hintergründe sind ja immer so von der Farbe her, siehst du ja auch so grau-grünlich. Immer so schön einheitlich. So, auf jeden Fall, der hat sich jetzt. Ah, guck mal, das kann ich auch rausziehen. Okay. Kann man das auch irgendwo anders einsetzen jetzt? Nun, Polymer. Deswegen meinte ich, wenn du Kameras siehst, immer Ambion. Stimmt, ja, hast du recht. Ist echt gut. Warte mal, hier drauf hüpfen. Wo ist hier der Strom? Kann ich den hier auch abstellen? Warte mal, jetzt lege ich das auch mal hin. Ich lege das mal zum anderen hier, dass man das wiederfindet. Falls man es braucht. Was gut möglich sein könnte. Ich könnte den Hebel nochmal umlegen. Ist noch hier rauf. Auf die Tastatur. Ah ja, da geht das nicht mit der Tastatur. Ah, da ist noch was. Alles lahmlegen. So, dann haben wir schon drei Stück. Danke, danke, danke. Julia ist schon am Einschlafen. Ja, es ist wirklich, es ist eigentlich auch schon so ein schöner Schlafstream, muss man ehrlich sagen. Vor allem, ach hier, ne, da kann ich was reinstecken. Yes, passt. Drei Stück? Vier. Okay, eins müssten wir dann noch finden. Oh, ist das süß, wenn die das einfach so reinstecken kann. Das muss ich gleich mal gucken. Genau, also ist auch entspannt, finde ich auch, ne? Entspannter Stimme reden und dann irgendwie so Rätsel. Okay, wenn es bei den Rätsel weitergeht. Ja, süß. Kann es echt einsetzen. Ja. Blieb, blieb. Quaken, Quaken. Oh, süß. Der, was ist das, der Kung-Fu-Frosch? Problem? Gibt es Problem? Nee, gibt kein Problem. Der sieht echt ein bisschen gruselig aus, der Frosch. Noch nie war ein Frosch so gruselig. So, also ich setze das jetzt einfach stumpf hier ein, wird schon was passieren. Ach, die Katze ist so klug. Aber eins fehlt mir noch. Da oben ist noch eins, ne? Das sieht auf jeden Fall so aus, als wäre da noch eins. Können wir da hochhüpfen? Yes. Einmal hier, einmal da. Hat sich Kamera jetzt so komisch bewegt. Und jetzt, wie kommst du dahin, Kätzchen? Okay, das war jetzt nicht so ganz. Die Kamera. Also, ich weiß nicht, ob so Bewegungskameras auch in Wirklichkeit. Elgato. Ich weiß nicht, ob so Bewegungskameras auch in Wirklichkeit gibt, bestimmt. Ich kenne die nur aus so billigen Filmen, wo dann jemand dahinter sitzt und dann mit so einem kleinen Steuerkreuz die Kameras irgendwie bewegt. So stelle ich mir das auch davor, als irgendwie so ein Mr. Evil oder so, keine Ahnung, der die Kameras so steuert. Alles hochfahren, bitte. Oh, was ist das für ein Geheimraum? Oh, meine Güte. Ein freundliches Gesicht. Es scheint mir auch auf die linke Seite zu zeigen. Jetzt kommt bestimmt gleich Action. Spiel, speichern bitte. Es kommt Action. Sieht aus wie so eine Kapsel. Ja. Musik ist auch schön gruselig geworden. Passt. Ah, das ist so ein kleiner Roboter. Die sehen noch gar nicht so inaktiv aus, finde ich. Was steht da? Was steht denn da? Warte mal, ich konnte doch irgendwie so ranzoomen.
Okay, ich kann es nicht lesen. Rule. Nee, vergiss es. So ein Gekritzel kann ich nicht. Das sieht mir auch nach einer fremden Sprache aus, so wie Englisch oder so. Kann ich nicht lesen. So, ich möchte gerne auf den Roboter drauf hüpfen. Oh Gott, Kopf ist abgefallen. Und das sieht jetzt so eine Position. So, das könnte man gut nach unten kacken, wenn ihr versteht. Sieht eben jetzt noch so eine Kackposition aus. Es läuft. Ich habe sofort, habe ich den richtigen Weg gefunden. Dachte ich hier zumindest. Drone Companion. Eine Drohne. Hoffentlich hüpft da keine Drohne raus jetzt. So muss das sein. Mit der Pfote, ist so süß. So, jetzt auf jeden Fall. Gehst du weiter? Gehst du weiter? Sie hört nicht auf mich. Typisch Katze. Warte mal, einmal miau. Okay. Miau-mäßig passiert da auch nicht viel. Okay, aber dann bitte nochmal nach unten springen, liebe Katze. Tu doch, was ich dir sage. Ich glaube, mit dem Gamepad ist es ein bisschen entspannter dann auch für mich. Aber jetzt mit Tastatur und Maus finde ich es auch angenehm. Man hört das ja auch so ein bisschen, wenn ich drauf tippe. Ist eigentlich so entspanntmäßig, entspannungsmäßig auch so ein bisschen vom Vorteil. Was habe ich denn da unten? Sieht aus wie eine Maus. Ist das eine Maus? Jetzt sehe ich es natürlich nicht. Nö, ich glaube nicht. Mal genau hingucken. Das sieht irgendwie aus. Ach so, das ist diese Drohne. Die ist so klein oder was? Na jo. Kann ich die jetzt irgendwo einsetzen vielleicht oder so? Da. Ja, jetzt hüpfe ich wieder dahin mit der Drohne. Ja, macht wenig Sinn. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich die auf jeden Fall mitnehmen muss. Schon den Teppich im Wohnzimmer ausprobiert? Teppich im Wohnzimmer. Also ich hab drauf gekratzt auf jeden Fall. Ich habe ihn als Kratzteppich verwendet. Das war das, was ich benutzt habe. Also mehr nicht. Ja. Also ich versuche immer zu interagieren, wenn es irgendwie geht, mit den Gegenständen. Ich guck mal hier noch. Fallen lassen. Es sieht auf jeden Fall süß aus wie so eine kleine Maus, die man im Maul trägt. Auch wenn es eine Drohne ist. Ah ja, guck mal. Ist ja super. Die Pfeile zeigen nach rechts, nach unten. Es ist maximal verwirrend. Ich gehe jetzt einfach in diesen Karton rein. So. Ich will nicht mehr. Jetzt zeigen sie wieder nach links. Links, rechts. Ach so, hier genau in die Mitte. Ups. Also, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich hin? Die Pfeile zeigen genau da. Okay, versuchen wir es mal. Ah, guck mal. Ja, gut, dass Lisa Maus nicht mehr da ist, wenn sie das gesehen hätte. Totale Spoilerung. Oh, ist die süß, die ist auch niedlich, die Drohne. Bitte greif mich jetzt nicht an, sei weiter niedlich. B12. Oh, so den hätte ich auch gern für zu Hause. Oh, ist sie niedlich, wie so ein kleiner Fisch. Bist du jetzt mein ständiger Begleiter, mein Freund und Begleiter? Katzen könnten auch ein paar Begleiter gebrauchen. Typisch Katze. Bitte beiß die Drohne nicht tot, Katze. Ja, aber erstmal spielen. Oh, sie redet mit mir. Es hat funktioniert. Ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher korrumpiert ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Aha.
Im Moment kannst du mich B12 nennen. Das steht jedenfalls auf meinem Gehäuse drauf. Machen wir. Autosensorische Mediaresonanz. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Lass uns von hier verschwinden. Folge mir. Tap, tap. Errungenschaft freigeschaltet. Nicht alleine. Oh, süß. Jetzt habe ich einen Begleiter. Ist ja niedlich. Diese Schlüssel schließen die Tür auf. So viel weiß ich noch. Oh Gott, ich bin nicht mehr allein. Es hilft mir jemand. Lass mich das für dich machen. Ach, sei mal nett. Kleine Drohne. Schlüssel nehmen. Sehr gut. Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Den musst du dir noch umlegen. Okay. Ach, so süß. Was ist das denn? Das habe ich aber irgendwo auf den Bildern gesehen, dass er so einen süßen Rucksack trägt. Ah! Genau. Oh. Normalerweise, wenn Katzen irgendwas tragen, also so, ich weiß nicht, so ein, was gibt's so, ja, Halsbänder, so Zeckenhalsbänder oder sowas, die drehen total am Rad, ne? Oder irgendwas auf dem Rücken, glaube ich auch. Ja, ich gehe auch noch ein bisschen komisch. Oh, süß, wie die Drohne da drin ist. B12 ist da hinten drin. Meine Güte, ist das niedlich. Er muss Akku sparen, oder was? Okay, sieht ein bisschen komisch aus, wenn die Katze jetzt so geht. Oh, jetzt. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen. Ach so, tatsächlich. Ist das unbequem für dich? Sieht zumindest so aus. Keine Sorge, du wirst dich dran gewöhnen. Ach, hinten, siehst du mal. Was ist das denn hier? Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Oh, vielen Dank, was du alles kannst, kleine Drohne. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Ich habe ein Inventar. Okay, machen wir es mal. Inventar, Schlüssel. Digitaler Schlüssel. Kategorie wechseln, alles klar. Erinnerungen. Okay, die sehen jetzt ein bisschen ja, durcheinander aus. Ich glaube, Sensoren erfassen Erinnerungsdaten in der Nähe. Okay, die werden später wahrscheinlich noch wichtig. Da kann man jetzt noch nicht viel draus schließen. Ja, okay. Das Inventar ist sehr übersichtlich, sagen wir mal so. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Jetzt lass uns aus dieser Wohnung verschwinden, sehr gerne. Ich möchte mal wieder frei sein. Verschwinden wir. Jetzt habe ich richtig ein neues Outfit hier mit meinem Rucksack. Mit B12. Okay, lass uns verschwinden. Suchen wir mal eine passende Tür für den Schlüssel. Hier oder was schon? Kann ich jetzt diesen. Ah, jetzt kann ich sogar lesen. Interessant. Da steht, ich hoffe, das funktioniert. Also ich hoffe, das funktioniert, ist jetzt nicht so die Antwort, die man gerne haben möchte, wenn man irgendwas ausprobiert. Okay, ich hoffe, das funktioniert, aber ich kann es jetzt nicht öffnen von oben, glaube ich auch nicht. Gucken wir mal. Nee. Ich konnte dann nur da drauf hüpfen. Okay. Ist klar. Geht nicht. Von hier wieder runter. Zup. Ich bin dann mal weg. Groß. Gute Nacht und viel Spaß noch mit dem Katzenspielen. Danke. Lieber Affenkuchen, dir auch eine gute Nacht. Schlaf dann später gut, wenn du ins Bett gehst. Und vielen Dank, dass du da warst mit Lisa. Noch auch einen schönen Abend. Gute Nacht. Ciao, ciao. So, wo ist denn die Tür, die wir öffnen können? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Was liegt da noch? Das sah irgendwie so glänzend aus.
Da ist schon wieder etwas, mit dem wir interagieren können. Ah ja, da habe ich schon gekratzt, ne? Ja, das ging schon ganz gut. Wir öffnen bitte die Tür. Einmal öffnen. Oh Gott, wie das jetzt hier purple leuchtet. Wähle den Gegenstand. Ja, wir haben ja nur den einen. Zack. Quietsch, quietsch. Jo, danke schön. Alles gut. Wir haben eine Taschenlampe. Zwei oder was? Wow. Ist ja krass. Okay, es geht aber auch ohne Taschenlampe noch, aber wenn wir Taschenlampe benutzen können, ist ja kein Akkustand oder sowas da. Dann passt das schon. Müssen nicht sparsam mit der Energie sein, anscheinend. Klavier. Brauchen wir noch ein paar Klavierstunden auf jeden Fall. Boah, das ist aber auch ein bisschen kontraproduktiv manchmal, das Leuchten hier. Wie spät haben wir es denn? Okay, es ist 0 Uhr 0, keine Zeiger, nichts da. Hat das einen Code? 3748. Merken wir uns das mal. Merkt ihr euch das mal? 3748. Da komme ich her. Ach, der süße Smiley hier. Ach, diese schönen Wandkritzeleien. Mein Gott, als hätte ich es gewusst. Drei? Oh nein, warum geht das nicht? Ah, ja. 3748. Hier. Ach. Gut, dass ich das jetzt direkt danach kommt. So viel Kurzzeitgedächtnis habe ich noch, dass ich mir das merken kann. Geht es noch ein bisschen weiter auf? Was ist denn da los? Durch, Katze, gib alles. Mach den Schwarzenegger. Ach, süß. Jetzt habe ich auch wieder endlich ein bisschen Licht. Süß. Ja, es ist faszinierend mit dem Licht. Mal eine Taschenlampe an. Es ist sehr nutzlos. Aber ich wollte es mal versuchen. Also interessant, dass man auch auf die Wände achten muss hier. Mit dem Code. Das war ja. Okay, der war groß genug. Den habe ich ja schon vorher entdeckt. Aber. Wow, schau dir mal diesen Ort hier an. Ist ja cool. Jetzt erfährt man ein bisschen mehr von der Story. Weil am Anfang war ja man wirklich so ein bisschen auf sich allein gestellt. Selbst auf Steam verrät das Spiel ja nicht so viel. Also ich habe mir nur die Inhaltsangabe kurz durchgelesen. Das sind nur ein paar Sätze. Schau dir mal diesen Ort an. Der Aufzug da hinten, ich glaube, der ist wichtig. Ich weiß, dass wir nach oben müssen. Was du alles weißt, kleines Dröhni. Schauen wir nochmal, ob wir hier was haben. Nö. Ab geht die Post hier. Super. So süß, wie es drin sitzt. Oh Mann, ist das niedlich. Oh. Da, 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 da. Oh, da unten wird alles. Was ist denn da unten los? Eieiei. Gucken wir mal unten rein. Das sieht irgendwie so organisch aus. Ja. Das bewegt sich auch noch ein bisschen. Ja, okay. Da war Leben am Werk oder ist Leben am Werk. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt da unten hinhüpfe. Es sieht auch ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen gefährlich aus. Dass bei B12 keine Erinnerung hat und erst nach und nach die Geschichte freigeschaltet wird. Ja, das ist echt schön. Dann muss man echt nicht viel machen in dem Spiel. Ne? Man kann es so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Und es ist eigentlich schön, dass das dann für jeden irgendwie ist. Man lässt die Geschichte auf sich zukommen. Denn B12 weiß wahrscheinlich in der Regel schon alles, wenn er seinen vollen Speicher hätte. Aber ist cool. Ich erinnere mich, die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Fragezeichen.
Ach hier. Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte. Das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Neuer Gegenstand Erinnerung. Ah ja, das können wir jetzt im Inventar dann wahrscheinlich nochmal nachgucken. Warum habe ich diese Erinnerungen? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Okay. Ja, ganz schön gemalt. Neue Erinnerungen wiedergefunden. 3% der Erinnerungen. Oh. Jetzt kann man hier mal gucken. Zack. Prüfe Daten. Abgeschlossen. Ach so, okay. Dieses Bild gehört dann zu der ersten Erinnerung. Mhm. Ups. Falsche Taste. Zack. Tab. Oh, haben wir ja noch ein paar freizuschalten. Schauen wir mal, was hier so los ist. Das ist echt schön. Ach, ich hätte auch mal gerne so ein großes Wandbild. Hier ist sogar noch die Farbe. Es läuft auf jeden Fall gut hier mit unserem kleinen Kätzchen. Ich dachte, ich komme da vielleicht mehr ins Stocken und so, aber ist jetzt wirklich noch alles easy. Schön. Okay, vielleicht nicht ganz so weit runterhüpfen. Kätzchen, vielleicht hier rüber. Oh, da hinten steht sogar B12. Wie süß. Ich konnte auch gerade springen. Jetzt. So. Zum Glück hüpft hier keine Maus rum. Dann wäre es bestimmt kein Halten mehr für uns. Einfach der Maus hinterher blind. Es ist in der Regel auch relativ linear, finde ich. Wenn man jetzt hier durch die Straßen geht, gibt es da meistens jedenfalls, so wie ich jetzt festgestellt habe, immer nur einen Weg. Also passt. Passt für mich, muss jetzt nicht Open World-mäßig sein. Oh, wir haben wieder ein Transportmittel hier vorne. Das süße Eimerchen. Ja, manchmal kann man einfach auf die Gegenstände draufhüpfen und es bringt einen nicht weiter. Oh, Übersetzung, da muss ich hin. Ach, guck mal das Bild. Süß. Die sehen aus wie zwei Roboter. Wo diese Welt nur von Robotern besiedelt? Ist das so? Sicherheitszone. Was heißt Sicherheitszone? Dass wir da sicher sind, wenn wir in die Zone reinhüpfen. Die großen Erinnerungsabschnitte, soweit ich das festgestellt habe, kannst du gar nicht übersehen. Nur damit du weißt, damit du dir keine Sorgen machst. Du konntest die übersehen. Die kleinen sind Kapitel, ortsbezogen und müssen gesucht werden. Aha. Und die großen kann man gar nicht übersehen. Cool. Mach mir echt keine Sorgen, dann irgendwas zu übersehen. Ah, oh nein, diese wieder. Die haben mich schon einmal angegriffen. Immer vorsichtig. Immer vorsichtig, Leute. Oh nein. Okay, ich dachte nicht, dass sie mich jetzt so schnell angreifen. Okay, ich muss gleich die Alt-Taste, gleich auf die Alt-Taste. Ey, ich sterbe immer am Anfang. Ist so schrecklich. Vor allem, man muss dann so durchrushen, habe ich immer das Gefühl, wenn die jetzt kommen und auf einen draufspringen. Einfach weglaufen. Okay, Alt-Taste am Start. Yes. So ein paar kann ich schon abschütteln. Das geht schon. Aber wenn zu viele auf dich draufhüpfen, dann bist du gleich. Bist du gleich Katzenfutter. Oh Gott. Wie aggressiv, ey. Warte mal, da war doch die. Oh nein. Taschenlappe. Renn! Hüpf, renn, hüpf! Oh Gott. Oh, das war's. Verfolgen die mich noch? Gott, ich habe vergessen, wie man läuft. Ich glaube, auf Shift war es. Aber es hat ja trotzdem geklappt. Wer macht denn das sauber? Ist das der Hausmeister? Hey. Ist ja. Okay, die Lampe brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Guck mal, B12 ist sogar rausgehüpft. Die Slums. Naja, es wird ja immer toller. Hier, die Totenstadt, die Slums.
Jetzt können wir bestimmt mit B12 mit ihm reden. Hallo. Bin nur ein kleines Kätzchen. Sieht aus, als hätte... Was ist denn jetzt los? Als hätte er Angst vor uns. Hä? Oh Gott. Oh mein Gott. Sieht aus, als hätte er richtig Angst vor uns. Hallo? Wer kann vor einem kleinen Kätzchen Angst haben? Ey, der hat gleich den Notschalter gedrückt hier. Attention. Pedestrian Zone. Ey. Was ist denn da los, ey? Hoffe nur, dass wir jetzt nicht irgendwie gejagt werden. Die Musik klingt jetzt irgendwie ein bisschen Anspannung. Anspannungmäßig. Aber ich mach's mir weiter gemütlich. Warte mal, ich muss jetzt mal Shift. Sie läuft doch nicht. Ich folge immer dem Roboter hier. Wenn ich einen sehe, jedenfalls. Ah, er ist hier rein. Hallo. Immer vor der Nase zu. Oh, das sind voll viele Roboter. Ist ja voll schön. Mit einem können wir bestimmt reden. Einer kann uns doch wohlgesonnen sein. Oh Gott. tut mir schon ein bisschen leid jetzt. Wie ich sie alle verschrecke. Aber nur ein bisschen. Der sieht aus wie ein Krieger. Hallo? Okay, er stellt sich uns entgegen. Jetzt ernsthaft. Ach komm. Miau. Wir sind die Unschuld in Person, in Katzenperson. Miau. Oh, guck mal, wenn ich miaue, kriegt ein Smiley Face. Okay, ich dachte, wir können jetzt vielleicht mit ihm reden. Aber es scheint auch eine schwierige Sprache zu sein. Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zerg. Oh, wir können jetzt mit ihm reden. Kein Zerg? Nö. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Zerg ist wohl eine Bedrohung hier in der Stadt. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Ja, okay. Ich hatte jetzt nicht vor, jemanden zu fressen, außer vielleicht kleine Mäuschen, die ich hier noch nicht gesehen habe. Vor allem Metall. Wem schmeckt der Metall? Also die Zergs fressen die Roboter dann, oder wie? Alarm aufgehoben. Ach toll. Wir sind wirklich die Unschuld. Uns kann man wirklich nicht... Also, wer konnte denn ahnen? Oder wer denkt denn, dass wir aggressiv sind? Kommt alle wieder raus, Leute. Yes. Gefahr gebannt. Schön, und wir können jetzt mit den Robots reden hier. Mit den Wächtern sprechen. Jörgs sind die kleinen Dinger, die dich gerade auch angegriffen haben. Ah, ich dachte, die sind nur gegen... die sind nur... Ja, dass sie halt nur organisches Material fressen. Aber anscheinend haben die auch Appetit auf Roboter. Zergs, ja. Jörgs, Zergs. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Ich weiß so selbst noch nicht so genau, was ich brauche. Gegenstände anzeigen... Oh, ich kann Ihnen die Postkarte zeigen. Oh, ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Warum lächerlich? Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Aber er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Das ist doch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangefarbenen Neonschild. Kann ich das sehen hier? Müssen wir wohl zu Momo, wie es aussieht. Ah ja. Das ist ja nicht weit weg.
Hilfe, B12, helf mir. Zögere nicht, mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen. Der Wächter hat uns gesagt, wir sollten mit Momo reden. Das Gebäude mit dem orangefarbenen Neonhut. Genau, es ist die einzige Spur, die wir haben, um hier rauszukommen. Alles klar. Kann ich da noch oben, wenn ich... Achso. Alles so. Okay. Ja, Momo, können wir reden auf jeden Fall. Oh, jetzt sind wir hier in der richtigen Stadt und können sogar mit ein paar Roboterbewohnern reden. Die Zergs. Ja, jetzt habe ich endlich einen Namen für diese gefährlichen Biester. Warte mal, wir treffen jetzt hier mal genau da ein. Eieiei. Ey, eigentlich sollten wir mit Momo reden, aber nein. Ein bisschen Basketball muss sein. Ich gehe jetzt aber ganz gerade da rein. Dass das genau in den Korb geht. Zack. Oh nein. Traurig. Naja. Kann man nichts machen. Wir haben bestimmt die super Belohnung freigeschaltet worden, wenn wir das jetzt gemacht getroffen hätten. Oh, hallo. Aus wie so ein Händler. Stromkabel inspizieren. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Und du gibst mir etwas, ich gebe dir im Austausch auch etwas. So einfach ist das. Das ist ein Satz Stromkabel, das Beste auf dem Markt. Zum Tauschen will ich dafür eine super Spiritus-Reinigungsmittel. Das ist das Beste, was ich tun kann. Okay, ein Reinigungsmittel. Wir haben leider noch kein Reinigungsmittel, aber könntest du diese Erinnerungspostkarte zu dir nehmen? Nein, tut mir leid, das kann ich nicht annehmen. Es ist zu viel vielleicht für das Superstromkabel. Auf die Beine. Oh ja, geh nochmal zu dem Wächter und schau. Ui, da guck ich gleich nochmal auf die Beine, hast du recht. Der Marktplatz. Inspizieren. Das hier ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet dich 3 Dosen Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Oh süß, wir können jetzt Gegenstände einsammeln. Ja, okay, unsere Postkarte vielleicht? Nee. Das brauche ich unbedingt. Was haben wir hier noch? Notenblatt. Wie viel Energy Drinks kostet das denn? Das hier ist ein Musiknotenblatt. Ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Wer ist es? Mozart. Vivaldi. Es kostet sich eine Dose Energy Drink. Also wirklich günstig für ein gewaltiges Stück der Kunst. Was kostet mich die Winkekatze da drüben? Kann ich die auch haben? Sie winkt mir so freundlich zu. Nein, sie winkt mir noch nicht zu. Okay, warte mal. Vielleicht kriege ich die Sachen billiger, wenn ich dich anmiaue. Nö. Ich glaube nicht. Warte, wir gucken nochmal zum Wächter. Jetzt hat mich der liebe Non-Poli... Nominal. Das ist aber ein langer Name. Poli, kann ich dich Poli nennen, lieber? Mein Lieber. Warte, wir gehen mal nach oben. Ist auch immer noch die... okay. Shift ist wirklich die Sprinttaste. Warte mal, guck mal die Beinchen an. Hoffentlich tretet er uns jetzt nicht weg. Sprechen? Oh, ja, du hast recht, Poli. Wir reiben uns an sein Beinchen. Oh, Herzchen! Wie süß. Das ist echt süß. Non-Poli oder Poli ist in Ordnung. Okay, Non-Poli. Oh, du hast das so süß. Mein Gott, das können wir gleich öfter machen. Oh, was machen das? Was machen die denn hier? Sieht aus wie so ein Kult. Aber warte mal, was können wir hier noch? Ach, die krallen noch ein bisschen schärfer. Muss sein, ab und zu. Klack, 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 klack. Seid nicht böse. Seid nicht böse. Den Teppich kann man schon mal ein bisschen kratzen. Man sieht das aus nicht wie so ein bisschen wie Yoda. Ich kenne zwar Yoda jetzt nicht persönlich, aber das Bild ist schon ein bisschen Yoda-mäßig. Ist das ein Kult? Fragen wir mal. Miau mal und achte auf die Gesichter. Ja, also der Wächter hatte dann so ein Smiley-Gesicht. Okay. Kann ich euch meine Postkarte zeigen? Wie? Bitte störe meine Meditation nicht mit seltsamen Bildern.
Ey, das war kein seltsames Bild. Oh, er hat jetzt einen Namen. Johann. Warte mal. Ah. Guckt euch das an. Der eine ist voll sauer. Oh, wie süß. Hast ja süß gemacht. Ist das niedlich. Ich kann nur mit Johann sprechen. Warum da hochgehen? Da ist doch nichts. Anjala. Anjala. Wo ist nichts? Ja, das soll ich dir mal mein Bild zeigen. Vielleicht gefällt es dir ja. Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm gezeigt? Aha, vielleicht sollten wir das zeigen. Oh, da kann man sogar hier die Wandkritzeleien übersetzen. Sehr cool. Nur unsere Vorfahren können diese Farben unterscheiden. Es heißt, dass sie einst die Welt beherrschen. Das klingt ja nach richtigen Menschen, ne? Also die Außenweltler sind wir sozusagen, wir Menschen. Und haben hier die Roboter geschaffen, die jetzt hier in der, ist das die Unterwelt? Also auf jeden Fall in dieser Stadt hier wohnen. Und Momo scheint noch ein zurückgebliebener Mensch zu sein. So würde ich das jetzt interpretieren. Oh Gott. Sind wir denn hier gelandet? Festgebackt. Wieder raus. Okay. Oh, das will ich lesen. Geh mal hoch. Unsere längst verstorbenen Vorfahren, die Weichen, haben uns diese Stadt hinterlassen. Unser Zuhause ist ihr Vermächtnis. Die Weichen. Da du jetzt in einem neuen Ort bist, kannst du auch neue Erinnerungen finden. Die wird auch angezeigt, wie viele. Ah. Echt, wird mir das angezeigt. Aber hier schaue ich mal hier über das Tab-Menü. Prüfe Daten beschädigt. Ja, hier wird immer angezeigt. Ah, hier wahrscheinlich. Hier unten. Also wenn ich jetzt die hier als Maßstab dafür nehme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück wahrscheinlich. Und hier sieht man so ein bisschen, kann so leichter ahnen, wo die Erinnerungen sind. Ah, stimmt. Das ist hier so an der Wand, so ein freundlicher Roboter, der uns zuwinkt und so weiter und so fort. Hm, ist cool. Schauen wir mal, ob wir da noch... Ist echt nett. Schön, also die Atmosphäre ist auch schön, finde ich. Kann man nichts sagen. Jetzt langsam entwickelt sich hier so ein bisschen Atmosphäre in so einer Stadt. Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert und ich werde morgen 374 Jahre alt. 374 Jahre alt, oh Gott. Eine Mischung aus Memory und Schnitzeljagd. 374 Jahre ist schon, Ronan, ist schon ein stattliches Alter, würde ich mal behaupten. So ein schöner Traum, wie schade, dass es nur ein Traum ist. Oh. Du hast uns so einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zerg. Ja gut, wenn ihr nichts anderes kennt als Zergs und die Weichen, also die Außenweltler. Ich denke, die Weichen sind die Außenweltler. Weich ist auch ein süßer Name für uns Menschen. Wir sind ja im Vergleich zum Roboter schon etwas weich. Sehr viel Weichgewebe. Oh Gott, der Wächter, ey. Mich ist voll erschreckt. Okay, wir schauen mal, dass wir hier irgendwo zu Momo kommen dann gleich. Aber mit dem Gärtner hier möchte ich noch reden. Och, der sieht ja aus. Er hat auch die passende Mütze auf. Der Roshi. Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ach so, verbessert im Sinne von so genetisch modifiziert wahrscheinlich. Ja, gute Frage. Wo kommt denn das Licht her? Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schau, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Ja, die Pflanzentechnologie, wer kennt sie nicht? Was ist das? Ein Strand? Davon habe ich in meinem ganzen Leben noch nie was gehört. Oh.
Ja, wäre vielleicht auch nicht so gut, wenn du jetzt einen Strandurlaub machen würdest, Herr Roboter. Hier ist auch eine schöne Pflanze. Man nennt es auch Baum. Ich bin. Aber okay. Das ist doch ein normaler Himmel jetzt, oder nicht? Also die Sternformation sieht ein bisschen. Es könnte auch. Nee, es ist schon Himmel. Es sind Sterne. Kreise. Sternenkreise hier. Okay, dann kriegt die Pflanze bestimmt genug Licht ab. Denke ich mal. Okay, wir gucken noch hier unten hin und dann Richtung Momo, würde ich sagen. Was ist denn das? Was ist denn da unten? Können wir uns noch einen Energy Drink holen, vielleicht? Als Währung wäre das nicht so verkehrt. Oh. Piep, piep. Es kommt sogar ein Energy Drink raus. Speed 2K. Her damit. Ja, hallo. Warte mal, liegt da noch ein Energy Drink rum vielleicht? Nee, nur Flaschenpfand. Nichts Energy-mäßiges. Okay, das können wir noch einmal machen. Ah, wir haben ja noch einen Automaten. Eine Energy-Dose würde jetzt für dieses. Was war das? Ein Bild oder so, glaube ich, war das. Würde das reichen? Wie sieht denn die Energy-Dose aus? Ups. So. Okay. Nichts Besonderes. So, wer bist du denn hier? So ein bunter. Oh, mit Gitarre! Ist das ein Roboter-Hippie? Mit Gitarre? Vielleicht spielt er uns das vor. Oh, wir können da hier einfach hin. Können uns da einfach reinkuscheln. So, Leute, das Spiel ist aus, ne? Die Rückseite. Oh, Poli. Poli kennt sich aus. Echt, die kann man drehen. So, das Spiel ist zu Ende. Ihr seht, ich habe es mir gemütlich gemacht. Schauen wir mal die Postkarte an. Was? Wenn ich jetzt schlafe, habe ich keine Funktionen. Ich habe keine Funktionen. Ja, schau es mir. Aber ich kann nichts anderes machen. Ah, ich habe schlechte Träume. Ich brauche ein bisschen ASMR, damit ich hier beruhigt einschlafen kann. Oh, ich sehe. Wer kann denn diesen? Die sind echt, die Roboter sind echt niedlich. Auch wie die Katze. Ich finde die Roboter auch niedlich. Oh Gott, schon wie langsam sie aufsteht, die Katze. Ah, frische Kraft geschöpft. Okay, ich mache Pony. Kategorie untersuchen auf R. Ach, da kann man sie echt drehen. Das wusste ich gar nicht. Gut, danke für den Tipp, Poli. Begutachten, beenden. Ah, da steht was drauf. Ich kann es jetzt hier nicht so. Absender. Vielleicht, wenn ich jetzt hier das B12 zeige, die Außenwelt. Wir werden den Himmel wiedersehen, das verspreche ich. Ich dachte, wir haben hier den Himmel. Also auf jeden Fall cool, dass man die Sachen untersuchen kann. Aber hier ist nur eine Anschrift drauf. Think I could. Boah, am besten Willen, ey, das kann ich nicht lesen. Schaffe ich nicht, aber. Cool. So, wie gehen wir jetzt hier wieder raus? Wir wollten noch mit hier den süßen, netten Roboter sprechen. Vielleicht könnte er uns noch ein Ständchen bringen hier. Hallo, ich bin Musiker. Morusk? Ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Jetzt hör auf. Das war's schon. Mehr können wir nicht mit dir interagieren. Können dir noch unsere Karte zeigen. Ich hoffe, wir schenken jetzt nicht unseren Energy Drink. Ein blauer Himmel. Ha, darüber werde ich eines Tages ein Lied schreiben. Ja, bitte. Ich bitte darum. Vielleicht kannst du auch ein Lied hier. Ein Lied über die Energy Dose schreiben. Kommst du her, Energy Dose? Nein, danke, ich habe keinen Durst. Das ist jetzt ein bisschen unterwältigend. Ich dachte jetzt wirklich, dass er uns was vorspielen kann. Finde ich jetzt, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht auch. Ein bisschen. Ah, da haben wir noch was. Oh, ein Tresor. Geheimnisvolle Passwort. Geheimnisvolle Passwort des Safes nehmen. Ja, nehmen wir. Es lohnt sich doch hier in jede Ecke zu gucken.
Geheimnisvolle Passwort. Untersuchen habe ich jetzt gelernt vom Poli. Immer untersuchen. Bis jetzt hat mir das Untersuchen noch nicht so viel gebracht, weil es ja ein ständiges Rumgekritzel ist. Und das geheimnisvolle Passwort des Safes bleibt geheimnisvoll. Aber vielleicht können wir es trotzdem irgendwie. Geheimnisvoll. Yes. 1, 2, 3, 4. Vergiss es. Warte mal, vielleicht kann der liebe B12 das untersuchen. B12, bitte einmal entschlüsseln. Jetzt, Poli. Hier eine Runde. Wir sitzen dann hier so eine Runde, genau. Ich habe eine Gitarre, Poli. Guck mal. Ich könnte uns was vorspielen. Ich bin in Wirklichkeit der Hippie-Roboter. So, da steht, folge den Zahlen, geschrieben, aber es sieht aus wie eine binäre Sprache, eine Abfolge von Nullen und Einsen. Und mal etwas mit. Fehlt nur noch die Frisur. Ja, genau. Stimmt. Was hat er so eine Hippie-Frisur? Habe ich gar nicht geguckt. Wir müssen diesen Code auf irgendeine Weise entschlüsseln können. Müssten. Wahrscheinlich hat er was mit diesem Safe zu tun. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ja, okay, es ist. Bleibt weiter verschlüsselt. Ich glaube, mit Nullen und Einsen können wir es mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir haben ja nicht mal eine Null. Blöd. Okay, aber wir wissen, da ist ein Tresor. Wir haben auch eine Schrift, einen kleinen Notizzettel, was uns bis jetzt noch nicht weiterhilft, aber es wird ja hier recht rätselhaft jetzt langsam. Access Control System. Okay, da ist schon lange keiner mehr durchgegangen. Ich glaube, ich werde jetzt noch auf jeden Fall bis, wenn ich das noch schaffe, bis zu Momo spielen. Das würde mich jetzt so noch super interessieren hier in der, in dem Stream. Vielleicht komme ich da auch ganz locker über diesen Automaten hier hoch. Nee. Ich glaube, über diesen Automaten komme ich nirgendwo hin. Aber wir versuchen es mal. Vielleicht gibt es hier noch eine leere Thunfischdose oder so. Passt. Warte mal, jetzt hier noch. Wow. Echt jetzt? Komme ich hier. Ich komme ja echt von hier oben dazu zu Momo, wie es aussieht. Hey, was werfen die denn hier hin und her? Aus die Steine? Interessant. Ach, ist das toll, wenn man hier überall hinspringen kann. Mein Gott, wenn ihr denkt, ne? Von da ganz unten nach da ganz oben. Ey. Kleines Kätzchen. Die kennt echt nichts. Hä? Was ist das denn? Kleine Fässer? Oh, die haben aber Kraft. Wir müssen nach oben. Hier geht es dann wieder nach unten. Dann werden wir aber, schauen wir mal, was wir hier machen. Paint, Farbe. Hi, hi. Oh, die sehen ein bisschen anders aus, ne? Vom Kopf her. Wie er schon wartet, voll erwartungsvoll. Hi, Mito. Lass Vapora bitte in Ruhe. Sie ist so tollpatschig. Okay. Lass sie in Ruhe. Das ist Vaporra. Aber dann muss ich mit dir reden. Du bist Mito. Warte mal. Ich komme zu dir. Gut, dass wir echt vier Beine haben. Warte mal. Einmal Kuh. Miauen. Oh. Die sind unschuldig. Oh Gott, richtig sauer.
Ups, ein ganz unschuldiges Kätzchen. Du kommst schon überall hin. Manche Wege sind mit Rätseln versperrt, aber generell ist die Stadt Open World. Cool. Tja, jetzt habe ich euch aber wirklich gestört, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber wer lässt sich denn durch so ein süßes Miauen aus der Ruhe bringen? Offensichtlich du, lieber. Ups. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Vapora. Achso, das ist Vapora. Jetzt kann ich vielleicht nochmal mit dem anderen reden. Oh, jetzt muss er alles sauber machen. Das ist wirklich ein großes Ups. Warte mal. Nochmal hier hoch. Bin ich jetzt hier vorne rüber gekommen? Ey, hier über das Dach, glaube ich, ne? Ach, die machen sich aber schon gemütlich hier. Oh, Stadt sieht gar nicht so schlimm aus, finde ich. Sieht aus wie so ein bisschen so wie so ein. Ich weiß, ich war natürlich noch nie da, aber irgendwie so ein brasilianisches Ghetto oder so. Ghetto. Nee, wie heißen die Favelas? Nee, heißen die Favelas? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Irgendwie so mit diesen Blechdächern. Ja, ich glaube, die heißen Favelas. Diese Elendsviertel aus Brasilien. Ich glaube, die sahen genauso aus, als ich die mal im Fernsehen gesehen habe. Okay, so, jetzt wollte ich mit dir nochmal reden. Slums halt, ja. Slums. Mit Mito kann ich jetzt sprechen. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, für diesen Satz bin ich jetzt extra hierher gehüpft. Weiter von hier aus. Wollen wir noch einmal miauen? Okay. Okay, ich will aber wieder auf die andere Seite. Unten könnte ich natürlich dann auch später nochmal hinschauen. Weil der wird wahrscheinlich jetzt sein ganzes Leben lang die Farbe aufwischen, gehe ich davon aus. Aber wo ist Momo? Momo, das gelbe Schild ist hier oben. Ich habe so das Gefühl, dass der Zugang zu Momo nicht so einfach sein wird, aber ich hoffe doch, dass er einfach seine Tür weit offen hat, damit wir gleich mit ihm reden können. So, Momo, mach mal auf hier. Okay. Kein Problem für uns als Katze. Wir hüpfen einfach rein. Wie, das ist Momo? Ich habe jetzt wirklich einen Menschen erwartet, muss ich ehrlich sagen. Der meint nicht schon wieder, dass da ein Eimer runterfällt hat. Der meint nicht ich. Ja, okay. Ja, ich meinte, ja, so habe ich das auch, habe ich falsch ausgerichtet. Ich dachte auch, nicht schon wieder, dass da ein Eimer runterfällt. Also, lieber Momo. Oh, der ist aber traurig. Das geht gar nicht. Miau. Wenn wir ihn anmiauen, dann bekommt er eine neutrale Stimmung, muss man sagen. Und hier funktionieren die Zeiger. Halb vier, das passt ja ungefähr mit der Zeit heute, ne? Ja, okay, halb fünf. Oh, das ist auch wieder ein Kuhbild. Und auch dieses schöne Plakat. Oh, was kann ich da machen? Mit dem Plakat interagieren oder was? Ich kann eine Tür kratzen? Das scheint mir jetzt nicht gut für meine Krallen zu sein. Vielleicht ist es so eine Holztür. Okay, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich wollte mit Momo reden. Man kann halt so viel machen hier. Das ist, fasziniert mich schon wieder. Ach, das ist auch wieder dieses Bild von diesem Kult. Oh, ist das. Sieht aber echt gemütlich aus hier drin. Obwohl, slummäßig halt, aber hier drin mit den Teppichen, Pflanzen, schöne Bilder. Ein leuchtender Bildschirm. Immer gut. Okay, wir reden nochmal mit Momo, bevor wir hier unsere Stream-Session beenden. Das wird niemals funktionieren. Momo, was ist los mit dir? Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey du, was willst du? Wir müssen ihnen die Postkarte zeigen. Aber warum hat er was gehen lassen? Frage ich mich doch. Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Miau. Miau. Mach dir nicht die Mühe. Es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Momo. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Aber vielleicht haben sie es doch geschafft in die Außenwelt. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser
Sendeempfänger funktioniert nicht. Und deswegen bist du so traurig. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine. Wenn du wirklich nach da draußen willst, Notizbuch von Momo. Neuer Gegenstand. Neue Errungenschaft. Neue Gegenstand errungen. Passt. Danke, Momo. Du bist auf dich alleine gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Was? Du bist fertig mit der Außenwelt. Vielleicht können wir dich später mitnehmen. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenweltler. Halt, ich muss nach oben. Das Manifest der Außenweltler. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Okay, gut. Wir müssen uns von den Zergs fernhalten. Ja, das ist immer gut, aber das ist jetzt nicht so eine Überraschung, sich von denen fernzuhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Also von Doc und Balthasar und so weiter anscheinend. Naja, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft jetzt von Momo. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Ich glaube nicht, dass sie nutzlos sind, lieber Momo. Du hast einfach nur die Hoffnung verloren. Momo, Momo, Momo. Okay, ich muss mir das Notizbuch dann gleich nochmal angucken. Mein Energy Drink will ich ihn jetzt. Soll ich ihm mal meinen Energy Drink geben? Vielleicht heitert er ihn ein bisschen auf. Ich habe gehört, dass der Tauschhändler nach sowas sucht. Ach so. Willst du auch nicht um seine Energy? Okay. Ja, den Tauschhändler können wir sowas natürlich noch geben. Alles klar, Momo. Dann kontaktieren wir dich nochmal, wenn wir Hilfe brauchen oder so. Oder wenn wir einen Weg gefunden haben Richtung Außenwelt. Vielleicht. Außenweltler. Ja, Sprache echt schwer zu entziffern. Gut, dass B12 da ist. Okay, und jetzt schauen wir nochmal ins Notizbuch, würde ich sagen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Interessantes. Nähere Untersuchung. Oder nochmal B12 zeigen, ob er uns noch was anderes dazu sagt. Es ist das Notizbuch, das Momo uns gegeben hat. Hier steht das Manifest der Außenweltler. Wir müssen um jeden Preis. Okay, das haben wir vorher schon gelesen. Brüder, Schwestern schützen, den Zergs fernhalten. Eigentlich nichts Neues. Wie gesagt, die Namen müssen wir wahrscheinlich, also die Roboter müssen wir wahrscheinlich finden und von denen auch noch die Notizbücher bekommen, gehe ich davon aus. So wie ich das verstanden habe. Aber warte noch mal, ich wollte es noch mal näher untersuchen. Hier. Okay, nichts Interessantes. Nur Punkte und Kreise noch außen angezeichnet, die mir nichts sagen. Ganz Notizbuch. Für drei. Ja, echt cool. Schauen, wie dick das ist. Das sind so fette Seiten wahrscheinlich. Oder die Sprache der Robots ist ziemlich, ja, ausschweifend, sagen wir mal so. Ist ja nett. Und Pulli, hast du das Spiel schon durch? Wahrscheinlich hört sich so an, ne? Aber es ist echt süß. Ich hätte das auch gerne so auf der Konsole gespielt, aber hier auf dem PC ist es auch cool. Dann kann man es leichter auf jeden Fall übertragen als Twitch-Stream. Genau. Auch das Bild auch. So was könnte ich irgendwie auch malen. Diesen alten. Ja, aber jetzt vielleicht ein anderes Motiv, aber so von der Malerei her, das könnte ich hinkriegen. Müssen wir noch ein anderes Motiv aussuchen. Ja, ihr lieben Leute, das ist ein schöner Hintergrund mit den. Nee, ich bin noch nicht durch. Ich bin das zweite Mal in der Stadt. Ah, schön. Schön, schön, schön. Dann hast du ja auch noch viel vor dir. Freut mich, dass du auf jeden Fall heute so aktiv dabei warst. Man sieht, das Spiel gefällt dir wohl auch sehr gut, mir auch. Kann ich nichts sagen. Bis jetzt macht es echt Laune. Am Anfang dachte ich mir, dass man halt
jetzt einfach nur so durch die Stadt oder wie auch immer die Gegend halt durchrennt, links und rechts ein bisschen auch ausweichen muss und einfach nur die Wege finden. Aber das hat jetzt eine ganz schöne Wendung genommen, dass man jetzt so eine Stadt hat. Und auch, wie gesagt, ich habe halt das noch vorher nirgendwo gesehen, dass man jetzt sogar ein Inventar hat mit Erinnerungen und so. Das macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen interessanter. Finde ich cool. Und ja, das war jetzt mein schöner Abendstream, ihr Lieben. Wird wahrscheinlich nicht allzu häufig vorkommen. Gewöhnt euch nicht dran, dass ich so spät streame. Wobei theoretisch könnte es jetzt die nächsten Tage vorkommen, weil ich jetzt frei habe morgen und übermorgen. Aber ja, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich danke nochmal der lieben, lieben, lieben Lisa Maus für den Raid. Ist voll süß von ihr, dass sie mich geraidet hat. Und ich weiß nicht warum. Nett von ihr. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, ihr lieben Lisa Mäuse, Lisa, ihr lieben Lisa Mäuschen, dass ihr hier zugeguckt habt. Mit netten Stream. Oh, vielen Dank, Poli. Es war so lieb von dir, dass du dabei warst und so rege aktiv im Stream und so eine nette, sympathische Person. Ich hoffe, du guckst vielleicht ab und zu nochmal zu. Bei mir, wie gesagt, ich mache auch andere Sachen, ein bisschen zeichnen, ein bisschen ASMR, ein bisschen singen. Aber singen muss man schon speziell mögen, ne? Weil ich mache so eher Lagerfeuermusik, also so besonders gut kann ich nicht singen, aber es macht mir Spaß und ein paar Leute gucken dann doch zu. War sehr schön mit euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr da wart. Schön, schön, schön. Und wollen wir noch jemanden raiden vielleicht? Müssen wir mal gucken. Ich habe halt Twitcher gar nicht offen, weil ich so spontan hier gestreamt habe. Wartet mal, jetzt gucke ich mal. Oh Gott. Zack. Gucken wir mal, ob wir noch jemanden raiden können, oder? Vielleicht noch ein bisschen ASMR. Ich habe jetzt gerade eben, wie gesagt, erfahren, dass ASMR natürlich auch zu so später Stunde läuft. Ich bin jetzt nicht. Aber ich glaube, mein Twitch irgendwie hängt. Mein Internet ist kaputt, Leute. Ja, ich glaube. Schwierig. Sehr schwierig. Mein Internet ist kaputt. Oder oh, geht YouTube noch? Das bin ich auf Twitch. Nee, vergiss das. Ja, ich hätte gern jemanden geradet, aber leider, mein Internet ist kaputt. Aber streamen kann ich hier. Also Übertragungen funktionieren. Aber mein PC ist wohl ausgelastet. Mehr geht nicht. Geht wieder. Geht jetzt wieder, oder was? Ah, jetzt geht wieder. Aber es ist langsam. Nee, vergiss es. Es hängt zu sehr, leider. Ich hätte jetzt auch gerne noch jemanden geradet. Oh Gott, was denn jetzt? Mein Bild verschwindet. Oh nee. Geht nicht. Macht nichts. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr jetzt dann bald schlafen geht, was ich vermute, ich habe keine Ahnung, was Twitch so um 4, 5, was es so für liebe Zuschauer gibt um die Zeit. Aber es hat mir richtig Spaß gemacht, mit euch hier zu streamen. Stray wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Und ja, vielleicht sein Kamerad etwas ge ja, irgendwie. Jetzt geht's, glaube ich, wieder, gell? Aber wie gesagt, mein PC, Spiel, streamen und dann gleichzeitig noch Internet offen. Anscheinend ist das zu viel heute für meinen PC. Der ist schon zu warm gelaufen. Aber ich glaube, das Streamen hat einigermaßen gut funktioniert. Naja, jedenfalls wünsche ich euch, wie gesagt, einen schönen Abend. Es war toll, dass ihr dabei wart.